Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt, der Vereins 2013. Und heute haben wir doch ein schönes Rennen. Wir starten mit Trockenrädern von Position 10 und der Himmel sieht aus, als ob es gegen Ende nochmal schön regnet. So, bewölkt und Sonnenschein. Null Regenwahrscheinlichkeit. Alter, ich bin so bedient, wirklich. Werde siebter oder besser. So, wir starten mit weicher Reifenmischung, hoffentlich mit frischen Weichen. Tatsache, mit frischen Weichen. Und jetzt können wir mal reingucken und können sagen, die Dinger halten 14 Runden oder 13,6. Und ja, da würde ich sagen, fahren wir genau bis Runde 8 und dann fahren wir nochmal 10 Runden auf der harteren. Mit der kommen wir ja auch ganz gut zurecht. Und dass wir ein bisschen schneller nach vorne kommen, würde ich sagen, fahren wir eine normale Benzinstrategie. Oder fahren wir vorsichtig und hauen ein schnelles, fettes Gemisch rein. Zwei Möglichkeiten. Nee, wir fahren einfach normal. Wir sind schnell genug, auch normal. So, passt noch alles? Jawohl, passt noch alles. So, das passt auch alles. Ja, dann wieder ohne Safe Game, ohne Rückblenden, wir nehmen, wie es kommt. Fahren wir raus auf die Strecke zum Grand Prix von Brasilien, dem letzten in unserem Let's Play. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich danach noch die Lust finde, ja, vielleicht noch das Australien-Rennen mal zu zeigen oder so. Ne? Schauen wir einfach mal. Tja, das wäre unser Startplatz, wo Alonso steht. Aber es musste ja regnen. Komme ich nicht drüber weg, dass wir deshalb von 10 starten. Kann ich mal fettes Gemisch einstellen? Wäre cool. Nein, 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 nicht einschlagen. Scheiße. Puh, so, erste Runde ist rum. Wir sind dann schon mal auf Position 6. Weil wir eigentlich sauschnell sind. So, unser Flügen durchs Feld läuft. So. So, Benzin Standard. Thank you.
So, vierter. Brems, geh rum. Hui. So, wir kommen in Windschatten, oder? Kommen wir in Windschatten, wir kommen in Windschatten, wir kommen in Windschatten, Flügel auf. Da sind wir dann schon Dritter. Oh Scheiße, jetzt darf der einen Flügel aufmachen, oder? Ja, der ist nicht schnell genug. Komm, geh rum. Wir schließen auf Alonso. Upsala. Da hätt's mich beinahe rausgekegelt. Habe ich ein bisschen mehr Cars gebraucht jetzt? Nicht gut. So, push die, mache ich hier. Ich will da vorne ran. Komm, ich war eine Sekunde schneller im Qualifying. Das muss doch funktionieren. Also unter trockenen Bedingungen. Dein Tempo ist gut. Push weiter. Mach ich auch. Ich push jetzt 8 Runden auf weich. Und dann pushe ich nochmal einen Arsch voll Runden auf hart. Okay, die Zeiten sehen gut aus. Du kannst mit der Spitze mithalten. Nee, ich kann die einholen. Und das will ich auch. Denn ich will dieses Rennen gewinnen. Tja, hat er keine Chance. Weil ich fahre mit Standarddrehzahl schneller als die. Oh, blockieren das Rad, nicht gut. Die Rundenzeiten sehen gut aus. Ja, glaube ich auch. Wenn ich mir das hier so angucke. Zu sehr über den Körb geräubert. Ah, noch nicht nah genug ran. Thank you.
Nick is faster than you. Nick is faster than you. Ja, für den geht's aber, glaube ich, um ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, wie es punktetechnisch aussieht. Gott, bremst er spät. Ja, ich wollte nicht abfliegen, habe deshalb lieber ein bisschen früher gebremst. Außerdem kommt hier nochmal eine bessere DRS-Zone. Deine Leistung ist richtig gut. Du bist fit. So, Rad an Rad mit Vettel-Lenkrad, Autosport nicht möglich. In Formel 1 schon. So, und wir geben alles. Wir pushen jetzt hier in die Box. Komm jetzt an die Box. Weil je weiter wir nach vorne kommen, umso besser ist. So, und wir machen den Boxenstopp wie geplant. Scheiße, hinter uns kommen noch welche rein. Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Glück gehabt, dass sie uns rausgelassen haben. Achte beim Rausfahren auf den Verkehr. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Wow! Kleiner Lenkfehler meinerseits. Wow, 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 geh rum, geh rum, geh rum, geh rum. Die Räder sind noch kalt. Okay, jetzt sind sie mittlerweile warm. Mir ist scheißegal, ich will Alonso. Wir sind schnell. Alter, ist das geil. Wow, wow, wow. Bestzeitkurs mit frischen, harten Rädern und mit Frischluftzufuhr für den Motor. Warum spare ich eigentlich das Gas auf? Raus damit. Gibt hier Frisches. So, pushen bis der Arzt kommt hier. So ein Formel 1 liegt natürlich auch, da kannst du sagen, was du willst.
Also in Grid Autosport habe ich noch kein Auto erlebt, was so liegt wie dieser Formel 1 Wagen. Und nicht mal das IndyCar liegt so, das rutscht sogar mehr. Aber wahrscheinlich auch nur deshalb, weil ich dort noch nie Setup-Einstellungen ändern konnte. Wenn ich es dann mal auf der Straße gefahren bin, sollte ich mal versuchen, wie sich so ein IndyCar mit mehr Abtrieb auf einem Straßenkurs fährt. Wahrscheinlich um Welten besser. Das übrigens, was ich da mache, ist in der echten Formel 1 verboten. Eben weil es so viele Sekunden bringt. Aber hier wird es nicht bestraft, also nutze ich's. Wow! Man merkt, dass ich die Strecke kann, oder? Ich meine, ich fliege hier vorne weg. Ich weiß gar nicht, wie konstant ich bin, müsste ich mal vergleichen dann später. In der Nachbetrachtung sieht ja immer alles besser aus. Also ich meine, kann man sich auf andere Sachen konzentrieren. Ich gucke hier auf meine Fahrlinie und auf sonst nichts. Und wenn da einer neben mir ist oder den man sogar im Spiegel sieht, kann es passieren, dass ich den nicht wahrnehme, vor lauter Fahrlinie gucken. Und das ist was, das ist halt, ja, die Diskussion führe ich ja immer wieder hier auf meinem Kanal, wo mir dann vorgeworfen wird, dass ich irgendwie nicht... Keine Ahnung, dass das jeder sieht, dass das kein Fahrfehler von der KI war. Ja, ich sehe es halt nicht. Ja. Es wird auch keiner sehen, wenn er selbst fährt. Auch beim Radsportmanager wurde ich gefragt, warum ich mich immer so aufrege. Wird doch deutlich zu sehen und so weiter. Ich sehe das nicht. Da könnt ihr... gerne selbst mal einen Test machen, ey. Einfach mal ein Rekordprogramm laufen lassen, dann hinterher mal gucken, welche Fehler euch auffallen bei eurem eigenen Spiel. Wenn ihr dabei die ganze Zeit kommentiert. Deshalb, die ganze Aufholjagd hier, ich war ja ein bisschen leiser, fange jetzt erst an zu erzählen, wo ich mich hier vorne dann doch so eingegroovt habe, dass ich sogar ein bisschen langsamer fahren kann und trotzdem meine Position nicht mehr verliere. Das funktioniert eben nur, wenn man eben so fährt. Ja, wenn ich jetzt hier im Kampf wäre, müsste ich die Fresse halten. Ist einfach so. Deshalb, ich war viel ruhig während dieses Wochenendes. Du nimmst Rosberg eine halbe Sekunde pro Runde ab. Er fällt zurück. Habe auch im Radsportmanager mich ein bisschen mehr konzentriert und auch hier im Qualifying und im Training ein bisschen mehr konzentriert. Ja, in Monaco wäre das hier das Rennen aus gewesen, aber hier haben wir Auslaufzone, die nutze ich. Mit Konzentration fährt man einfach besser. So, die Vorderräder, die nehmen ein bisschen mehr... Ich bin ein bisschen mehr in Mitleidenschaft gezogen wie die Hinterräder. Ich bin am überlegen, ob ich die Bremsen umstellen soll, um die Vorderräder zu schonen, dass wir durchkommen die nächsten vier Runden. 7 Sekunden Vorsprung auf das nächste Auto. 7 Sekunden. Wir stellen sie mal nach hinten und gucken mal, was passiert. Kann sein, dass ich ein bisschen früher bremsen muss. Ich muss versuchen, ein bisschen meine Vorderräder zu schonen, dass wir mit denen übers Rennen durchkommen. Heißt, ich bremse überall ein bisschen früher, ein bisschen mehr. Um die Vorderräder nicht ganz zu sehr zu belasten.
der Gruppe langsamerer Wagen. Wir managen jetzt das Rennen hier. Wow, Rosberg ist auf 2. Alonso ist bis auf 4 zurückgefallen. Ja, mache ich ja schon. Bin ja schon wieder ein bisschen leiser. Konzentriere mich mehr, da ich jetzt mit Überrundungsverkehr ja nicht zu viel Zeit verliere. Die KI ist hier sehr langsam unterwegs. Sieht man auch hier dran, dass ich in Runde 16 anfange, Autos zu überrunden. Das ist mein Plan. Rede ein bisschen schon, kommen jetzt einigermaßen gleichmäßig, weil ich mehr hinten bremse. Sondern im Überrundungsverkehr dürfte sich Rosberg und Co. ein bisschen die Zähne ausbeißen. Weil die treffen die jetzt hier im Infield, wenn mich nicht alles täuscht. Dann dürften die da ein bisschen Zeit verlieren normalerweise. Ja, tun so. Sie verlieren Zeit. Letzte Runde. Räder sehen gut aus. Wir halten so uns auf Abstand. Was ein Saisonabschluss. Und Vettel hat Rosberg kassiert, unglaublich. Sieg. Gewonnen, unglaubliche Sache. Letztes Rennen nochmal richtig reingekloppt. Und gewonnen. Ohne jede Berührung. Ich habe überholt, ohne Autos anzuditschen und wegzurempeln. Von 10 auf 1. Schnellste, beste Rundenzeit, kann das sein, dass wir die auch noch haben? Das ist genial, ey. So, ich bin gerade am überlegen, unter welchem Knopf ich
Nö. Kommt, glaube ich, als nächstes. Genau, die Tabelle findet. Wir haben einen verdienten dritten Platz in der Konstrukteurs-WM geholt. Das Team und ich danken dir von ganzem Herzen. Ja, da sind wir nochmal ein bisschen hochgeschossen. Was ein Glück, noch an Grosjean und Co. vorbei. Perez haben wir nicht mehr gekriegt, sind wir 10 Punkte hinten dran. Alonso, ja, 25 Punkte hätten ihm auch nichts geholfen. Er hätte vielleicht Vettel geschlagen, aber Hamilton nicht. Und ja, die Konstrukteurs-WM ist Mercedes mit 557 Punkten vor Red Bull mit 497 Punkten, Entschuldigung, vor Ferrari mit 403 Punkten. Und dann kommt nach hinten nicht mehr viel. Also wir sind in einem der Top 3 Autos. Und ich bin guter Dinger für die Saison, die ich dann offscreen weiterspiele und wo ich vielleicht ein paar Rennen von aufnehme. Dann sind wir mal gespannt. Ich weiß es noch nicht genau. Ich werde mal die Aufnahmesoftware mitlaufen lassen. Ob ich das dann natürlich so kommentiere, wie dieses Let's Play, lasse ich mal offen. Aber es kann sein, dass da noch ein paar Videos kommen. Kann auch sein, dass ich keine Zeit finde, dass da nichts mehr kommt, aber ja, es war ja eigentlich dann doch noch ein ganz erfolgreicher Saisonabschluss mit einem Sieg in Brasilien. Schauen wir mal, wie F1 2014 wird. Ich bin gespannt, ob man davon auf der Gamescom was sieht. Ich persönlich glaube es zwar nicht, aber zumindest der Publisher sollte dort sein, dass man da vielleicht mal ein paar Infos kriegt. Schauen wir mal. Ich sage an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Und jetzt kommt noch der Saisonabschluss, glaube ich, mit ein paar Videos, wo sie noch feiern. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr hier dabei wart bei F1 2013. Wir sind zwei Saisons gefahren, haben uns hochgearbeitet bis ins Ferrari-Team, um dann in Brasilien hier unseren ersten Sieg zu holen. Und finde ich eine geile Leistung. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht, aber ich bin damit recht happy und normalerweise käme jetzt dann die Saison, wo wir um die WM fahren würden. Und diese Saison, wie gesagt, die passt leider nicht mehr rein. Und ja, also die kriege ich niemals bis Oktober durch. Eine komplette Saison bis Oktober wäre Hardcore. Aber mal schauen, ich weiß nicht, wie es Ganze weitergeht. Man wird das Ganze sehen. So, gewonnene Fahrer-WMs 0 von 2. Wir hatten 2 Möglichkeiten gehabt, haben noch nicht mal gewonnen. Die schnellste Runde hatten wir 2-mal, Pole Position hatten wir 1-mal. Durchschnittsplatzierung, ja, 14. Wohlgemerkt, wir hätten 2 Pole Positions, wenn es nicht geregnet hätte. Durchschnittsplatzierung ist 14. Siege 1, Punkte 78. Gewonnene Konstrukteurs-WMs 0. Besiegte Rivalen 1, gewonnene Team interne Duelle 0. Erfüllte Ziele 18 von 38. Karriere-EP 44.404, was Rang 12 macht. Tja, und jetzt geht's weiter in die nächste Saison. Wieder bei Ferrari, den Vertrag habe ich ja verlängert. Aber wie gesagt, dort seht ihr nur mit ganz viel Glück überhaupt noch Videos von. Und ich nur mit ganz viel Glück und Zeit komme überhaupt dazu. Oder komme überhaupt noch dazu, die zu fahren. Ich sage an der Stelle einfach mal danke, wie gesagt, fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass ihr bei F1 2013 dabei wart. Was mit F1 2014 wird, das wird es noch in einem separaten Video geben nach der Gamescom. Momentan bin ich ein bisschen halbschwanger, ob ich es kaufen soll oder nicht. Ich würde es gern kaufen, aber unter gewissen Rahmenbedingungen, sagen wir es einfach mal so. Weil zwei F1 2014 Spiele, eins im Oktober für Normal-Gen oder für Aktuell-Gen und eins im März für Next-Gen, finde ich ein bisschen hardcore. Also wenn das wirklich so kommen sollte, wenn die natürlich jetzt hingehen und sagen, okay, wir machen F1 2014, was wir für einen guten Preis verkaufen, reden wir mal hier von 34 Euro abwärts, also 34,99 abwärts, und kommen dann im März mit einem F1 2015, was dann 2014er Autos hat und dann über ja Updates kostenlos, das ist für mich eine der Grundbedingungen, nicht, dass sie da mit DLCs anfangen, wenn dann praktisch diese F1 2014,5 über die Saison im Jahr 2015 dann hochgepatcht wird auf den F1 2015, dann soll es mir recht sein, dann sehe ich da drin einen gewissen Sinn. Wenn man allerdings hingeht und verkauft zweimal das gleiche Spiel, einmal als Next Gen und einmal als Old Gen,
dann fühle ich mich als Spieler da ein bisschen veräppelt und das Ganze muss ich auf der Messe klären. So, E-Mails gab's auch. Ach so, nächstes Rennen. Ja, wunderbar. Abrechnung und so weiter vom letzten Rennen sehen wir nicht mehr. Gut, also so viel erstmal zur Info und ja, wir werden mal sehen, wie das Ganze werden wird. Dann mit F1 2014. Ich habe großes Interesse, das Spiel zu Let's Playen und zu kaufen, aber nur unter gewissen Rahmenbedingungen. Also ich mache mich dann nicht mehr für einen Publisher zum Deppen. So so à la Fußballmanager 14, das habe ich keinen Bock mehr drauf. Nicht nur wegen einem Let's Play. Definitiv nicht. Verarschen lasse ich mich nicht mehr. So, ich sage an der Stelle aber dann aber erstmal danke fürs Zuschauen. Noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.